la 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 la. Heute war ich mal im Kino und früher haben wir es oft das so gemacht nach dem Kino, dass ich mit Matthias nochmal über den Film gesprochen habe. Ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber heute machen wir das wieder mal. Hallo Matthias. Oh, bin ich jetzt dran? Hallo. Hallo, ja, bist dran. Kannst du die Pokémons zur Seite legen oder bist du multitaskingfähig? Ja, hab's gerade gefangen, geht jetzt. Geht jetzt, gut. Gibt's eigentlich ein Random-Pokémon? Es gibt Spinnen-Pokémon, aber ein Venom-Pokémon gibt es nicht. Weil in dem Film waren wir jetzt, gell? Ja, es war giftig. Es war sehr giftig, ja. Ja, sag du da erstmal, was hattest du für Erwartungen und wie sind diese erfüllt worden? Also erstmal, wer mich kennt und in diesem Interview ein bestimmtes Wort vermisst, das sage ich heute nicht. Nein, er hat die Auflage bekommen, es nicht zu sagen. Oder zumindest nicht, solange das Mikrofon an ist. Genau. Ja. Mit welchen Erwartungen ich in den Film gegangen bin. Ohne bestimmte. Weil wir haben vorher schon viele Leute erzählt, die drin waren, dass der Film zwar nicht schlecht war, aber, es kam immer ein Aber, irgendwas fehlte immer bei dem Film, haben sie gesagt. Und deswegen bin ich auch ein bisschen neutral rangegangen und habe das auch so auf mich wirken lassen. Und du? Ja, bei mir ähnlich. Also ich habe auch im Vorfeld das so ein bisschen verfolgt und hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf den Film irgendwie. Bin also ohne jegliche Erwartung reingegangen und war recht solide, aber waren viele Action-Szenen drin und so weiter. Aber ja, wie du schon sagst, irgendwas hat gefehlt. Du findest, es hat ein bisschen was anderes gefehlt, als was ich finde, aber fang du doch mal an. Gut, also was man sagen kann, der Film hat sich im Prinzip mit der Origin-Geschichte so langsam aufgebaut. Es hat so eine Dreiviertelstunde oder Stunde gedauert, bis man das erste Mal wirklich mit Venom in Kontakt kam. Was ja mittlerweile nicht mehr so üblich ist in Filmen. Aber auf die Frage, was mir gefehlt hat, ja, da gucken wir uns jetzt nochmal Deadpool oder den letzten Wolverine an. Dann ist es das R-Rating. Oder beziehungsweise deutsche Altersfreigabe, halt 16er-Freigabe. Weil eigentlich ist Venom ja auch so ein Charakter, der eher so ein bisschen härter das alles angehen lässt. Und ich denke, das hätte dem Film nochmal ein bisschen besser getan, weil man dann noch ein bisschen härter reingehen hätte können. Oder ein bisschen anders rangehen hätte können. Naja, das ist eine explizite Szene. Also der Charakter ist auch im Film drauf ausgelegt, dass er härter ist. Aber sie haben natürlich durch die Freigabe jetzt ab 12 oder was war es, glaube ich, ne? Das ist natürlich nicht alles so explizit gezeigt. Also es war schon ziemlich deftig, was man zum Teil gesehen hat. Also ob das für 12 wäre. Aber ja, also man kennt es auch anders. Und hätte dem Charakter eigentlich ganz gut getan, das stimmt schon. Was mir fehlt, ist die Verknüpfung mit dem Spider-Man-Universum oder mit dem restlichen Marvel-Universum, weil ja der Sony-Spider-Man beim MCU mitmischt. Sie haben es hier nicht kategorisch ausgeschlossen. Also man hat das hier ganz gut gemacht, indem man das Ganze in eine andere Stadt verlegt hat, also nicht nach New York. Das heißt, man hat sich da so ein bisschen Hintertürchen offen gehalten. Es könnte sein, dass das irgendwann nochmal verknüpft wird. Wobei ich ein bisschen der Ansicht bin, nachträglich brauchen wir es dann auch nicht mehr machen. Aber naja gut, vielleicht haben sie einfach ganz andere Pläne. Also schauen wir mal. Wie gesagt, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Venom war für mich immer mit Spider-Man verknüpft und es ist irgendwie jetzt hier in dem Film überhaupt nicht der Fall gewesen. Die härtere Gangart, wie gesagt, die war immer nur angedeutet. Viel auch
nur im Mündlichen ausgedrückt, irgendwie so. Also ich tue das und mach das mit dir, wenn du das und das nicht tust. Ja. Natürlich hat man es an den einen oder anderen Stellen auch angedeutet, was passieren kann. Ja. Man hat es schon mal ein bisschen gezeigt. Aber ja, also das ist eigentlich ein Film, da erwartet man so ein bisschen Slasher-Anteil und der war jetzt eigentlich nicht vorhanden, oder? Ja, aber beim Thema, kleiner Exkurs zum Thema Filme, die eine 12er-Freigabe haben und absolut keine 12er-Freigabe sind, schaut euch Dracula Untold an, da weiß ich auch nicht, mit was da die Freigabekommission bestochen worden, dass sie da die 12er-Freigabe noch rausgehauen haben. So, und jetzt auf den Film zurück. Es gibt zwei so ein bisschen indirekte Verknüpfungen mit dem Marvel-Universum. Zum einen wird erwähnt, dass Eddie Brock vorher in New York gearbeitet hat und dort wohl auch irgendwie in Ungnade gefallen sein muss. Das ist schon mal der Verweis. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Anfang gibt es eine Szene mit einem Space Shuttle und einer der Astronauten heißt Jameson. Ja. Und bekanntermaßen war er auch in den Comics der Sohn von J. Jonah Jameson, der logischerweise auch Jameson heißt mit Nachnamen, ja auch mitbeteiligt, den Venom-Symbionten damals auf die Erde zu bringen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest war er Astronaut. Und ja, das ja, weil Der Symbion kam da eigentlich aus einer anderen Welt. Also das war doch dieses Secret War Ding damals, wo er den mitgebracht hat, oder? Also irgendwie so war das, zumindest im 616. Universum erinnere ich mich dunkel dran. Also der war jetzt noch nicht mal wirklich von einem anderen Planeten, sondern einfach, ja, also zwar irgendwie schon, ja, aber zwar kam halt mit Spider-Man zurück im Grunde. Also Spider-Man war in einer anderen Realität und in einer anderen Welt mit vielen anderen Helden. Dann gab es diesen geheimen Krieg halt, ja, wie der Titel sagt. Und da hat er den, glaube ich, mitgebracht. Weil das habe ich damals sogar gelesen. Aber ja, es gibt natürlich viele verschiedene Ansätze noch. Ja, da hast du recht. Es gab doch in den 90er Jahren diese Zeichentrickserie im Fernsehen von Spider-Man. Und dort war es Jamesons Sohn, der als Astronaut von einer Mission den Venom Symbionten mitgebracht hat. Stimmt, das habe ich verwechselt. Du hast recht, in den Comics war es über diesen Secret Wars. Aber auch in den Comics war Jamesons Sohn entweder Astronaut oder ist halt die Verknüpfung damit. Also das stimmt auf jeden Fall. Ja, nee, es ist ja klar. Also es gibt ja jetzt wahnsinnig viele Interpretationen von Spider-Man. Ob jetzt in Zeichentrickserie oder auch im Film. Ist ja jetzt auch schon der dritte Filmansatz mit dem MCU Spider-Man jetzt. Oder eigentlich der vierte, wenn man noch die aus den 60ern dazu nimmt. Und, oder 70ern. Jedenfalls, klar, dass da mit Secret Wars nie was war, ist klar, weil es ist viel zu episch, die Story, das irgendwo unterzubringen. Das kriegst du jetzt bei so einem Film hier auch nicht hin. Das ist schon klar. Aber, es wurde halt immer ein bisschen anders erklärt. In jeder Serie, in jeder Zeichentrickserie wieder ein bisschen anders. Mal wurde im Labor geschaffen. Das war dann, glaube ich, auch so ein bisschen Anspielung aus Ultimate-Universum. Da war es, glaube ich, so. Dann, also da war er gar nicht von einem anderen Planeten, sondern wurde direkt auf der Erde erschaffen oder irgendwie sowas. Und ja, also gibt es die verschiedensten Ansätze. Und dass er zumindest von einem anderen Planeten kommt, ist schon mal ganz gut. Bisschen Overkill-mäßig war es halt, dass dann gleich mehrere Symbionten dabei waren. Klar, man hat es jetzt hier halt so, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das sieht man im Trailer schon, man hat es jetzt halt so erklärt hier, das waren halt so ein paar Proben, die mitgenommen haben und die Symbionten an sich hatten dann eher ein anderes Ziel. Welches Ziel kann man sich denken, das verraten wir jetzt aber an der Stelle nicht. Ja. Nein. Ja, abschließendes Urteil sozusagen, also ist solide Actionkost soweit, kann man sich mal angucken, aber man sollte mit wenig Erwartung reingehen, ganz einfach. Und wie gesagt, werft das, wenn ihr was über Venom wisst und das mit dem klassischen Spider-Man-Universum oder auch mit dem Ultimate-Universum irgendwie verknüpft ist, schmeißt im Grunde über Bord. Das ist halt hier eine ganz eigene Herangehensweise. Die Freundin war noch mit dabei von Eddie Brock. Also die hat jetzt eine Freundin gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann mal in den Comics so aufgetaucht ist. Jedenfalls für den Film hier war sie jetzt dabei. Und die hat mich ein bisschen genervt. Das war irgendwie so ein Charakter, den hätte es meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich gebraucht. Also war irgendwie so,
Naja gut, ein bisschen Love Interest dabei muss ja halt noch sein, wobei sich das ja dann auch so ein bisschen, also ich meine, die Grundgeschichte von Venom haben sie dann schon irgendwie versucht da rein zu transportieren, dass er halt irgendwie ein Gescheiterter ist und so weiter und so fort. Das ja, aber dass er dann natürlich auch Auswirkungen auf seine Beziehung und so weiter und so fort, das bringt sie halt irgendwie rein, aber es ist, war so austauschbar irgendwie. Also ich habe ihr die Rolle auch überhaupt nicht abgenommen. Das war ein ganz komisches Spiel von ihr. Michael Williams war das, ne? Ja, der Charaktername sagt mir jetzt auch nichts. Eddie wird mit Sicherheit auch in den Comics mal irgendwann eine Freundin gehabt haben. Ja, aber es war so ein bisschen, damit noch der Love Interest und so und alles mit dabei ist. Ja, das stimmt schon. Ja, aber wie gesagt, also das hätte man auch mit anderen Charakteren. Naja, gut, egal. Die Katze, gab es die in den Comics? Vielleicht hieß sie da Felicia Hardy, ich weiß es nicht. Nee, es war keine Anspielung auf, wie hieß denn die Katze hier? Die hatte auch irgendwie einen markanten Namen, aber ja, egal. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja, also es war, wie gesagt, bunt durchwachsen und man kann sich das mal angucken. Wie gesagt, es ist, was ich auch im Vorfeld mitbekommen habe, ist wohl, dass sich der Tom Hardy, der den Eddie Brock und den Venom spielt, im Grunde schon lauthals beschwert hat, dass sie irgendwie 40 Minuten der besten Szenen rausgeschnitten haben, die ihnen am besten gefallen haben. Und da kann man vielleicht auf einen Extended Cut oder auf einen Director's Cut oder einen Tom Hardy Cut, keine Ahnung, wie man das auch immer nennen will, freuen, hoffen irgendwie. Aber schauen wir mal, ob das kommt und ob das dann vielleicht sogar R-rated ist oder sowas, weiß man nicht. Ja, glaube ich aber fast nicht. Oder man macht dann wieder eine Special Edition draus, halt, wie gesagt, die dann wirklich ab 18 nur zu haben ist. Könnte man mal ausprobieren in dem Fall. 18 denke ich nicht. Vielleicht 16, aber müssen wir mal abwarten, wenn es dann soweit kommt. Wenn es eine erweiterte Version ist, wirklich, die dann halt wirklich mehr so Anteile drin hat, die das rechtfertigen würden, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Dass sie dann halt in einer kleineren Auflage natürlich, aber eine 18er-Version nochmal rausgeben für das Ding. Ich glaube, das ist auch relativ gängige Praxis, oder? Weiß ich nicht. Also das ist normalerweise, also den Kinocut natürlich ab 12 dann schon gibt, aber dass es dann halt vielleicht nochmal eine andere Version gibt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, der Film endet mit der Möglichkeit einer Fortsetzung. Das auf jeden Fall, ja. Und da jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen ist, dass es nicht im Marvel Universe spielt, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, aber ich denke das erstmal nicht. Durch die rechtliche Trennung zwischen Sony und Marvel-Disney muss man mal schauen. Naja, das ist ja so ein bisschen das Problem. Also einerseits cool, andererseits sicherlich ein Problem für Sony, dass sie den Spider-Man halt jetzt ins MCU gelassen haben, mehr oder weniger. Deswegen, man sieht ja auch so ein bisschen, dass die immer wieder bestreben, dann doch was Eigenes zu machen. Siehe, wir lösen Venom davon ab, der kriegt sein eigenes quasi Universum, also da, wo nur er existiert. War ja nun kein Hinweis auf Spider-Man drin, wie gesagt. Was nicht heißt, dass der da nicht theoretisch existieren könnte, aber schauen wir mal. Genau, und, aber auch kein Hinweis, dass es nicht so ist. Ja, genau. Und was wir aber noch gesehen haben, war so ein bisschen eine Vorschau auf den animierten Film um Spider-Man, der da, wie heißt nochmal? Oh Gott, Edge of the Spider-Verse? Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, auf Deutsch wird ganz komisch eingedeutscht mit A New Universe oder irgendwie sowas. Jedenfalls, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist halt ein Animationsfilm. CGI animiert, sage ich jetzt. Aber man hat halt so eine coole Comic-Grafik mit drin. Also das heißt, man sieht so gewisse Outlines, man sieht so gewisse Rasterpunkte, die sie damit eingearbeitet haben. Das sieht schon cool aus. Also da freue ich mich schon mal drauf. Und das ist jetzt eine Story, die wurde damals angekündigt, dass es ein Miles Morales-Film wird. Miles Morales wird wohl auch die Hauptrolle sein tatsächlich. Aber es ist halt so, wie der Titel auch schon verrät, dass es wohl auch verschiedene Spider
Varianten in dem Film zu sehen geben wird. Ja, ja, in den Comics gab es ja auch mal ein Spider-Verse, wo dann Peter Parker Spider-Man und Miles Morales Spider-Man und dann Gwen Stacy als Spider-Gwen und irgendwie, also das Spider-Man-Multiversum vorhanden waren, und das, darauf scheint der Film wohl auch hinauszulaufen. Ja, es gibt ja auch schon einen Trailer davon, wo man noch ein paar Charaktere mehr sieht. Also die Spider-Gwen sieht man, Spider-Ham sieht man und so weiter und so fort. Also das ist schon darauf ausgelegt. Und was damit natürlich Sony wieder macht, ist, wir zeigen euch wieder einen ganz eigenen Spider-Man. Wieder was völlig anderes. Also hat jetzt mit den MCU wieder nichts zu tun, sondern zeigt jetzt einfach die verschiedensten Varianten von Spinnenfiguren und ja, und wie die eventuell aufeinandertreffen könnten und zusammenarbeiten. Ist jetzt auch nicht neu, das Konzept in Bewegtbild zu sehen, weil es gibt ja von Marvel, Disney, gibt es ja diese verschiedenen Serien. Also Ultimate Spider-Man gab es als Zeichentrickserie und jetzt gibt es eine neue. Und auch da ist Miles Morales dabei, oder da sind auch Spider-Gwen und so, glaube ich, spielen da auch immer mal eine Rolle. Also von daher ist das alles nichts Neues. Ist jetzt halt von Sony der Ansatz, da mal was zu probieren. Mal gucken, wie die das jetzt machen. Ja. Sony Animation hat uns erfolgreiche Filme gebracht, wie die Schlümpfe zum Beispiel zuletzt. Das verlorene Dorf, glaube ich, ja. Und ja, weiß gar nicht, was war noch von Sony Animation? Da gab es, glaube ich, noch mehr Sachen, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls ein reiner Animationsfilm über Spider-Man. Sieht interessant aus, ist von den Trailern und von der Vorschau her recht witzig gehalten, also auch für Kinder gedacht auf jeden Fall, sehr kinderfreundlich. Bin ich mal gespannt, den werde ich mir aber auf jeden Fall angucken. Gut, es gibt ja von Disney auch noch weitere Marvel-animierte Fernsehserien, nein, zum Beispiel die Guardians of the Galaxy oder Avengers, und die spielten ja auch immer so in ihren eigenen Universen. Ganz einfach natürlich auch um das Fernsehpublikum und insbesondere natürlich auch das jüngere Publikum da jetzt nicht mit irgendwas vorbelasten zu müssen. Also das geht ja den ähnlichen Ansatz. Also wenn jetzt dieser Animationsfilm nochmal ein anderes Universum oder andere Universen erschafft, sehe ich da jetzt eigentlich kein Problem damit, weil dadurch, dass es ein Animationsfilm ist, eigentlich auch eindeutig ist, dass es eine Trennung ist und was anderes ist. Und es ist halt nur interessant, dass gleich noch einer hinterhergeschossen wird, so quasi. Aber ansonsten sehe ich da jetzt kein Problem mit der Erschaffung eines weiteren Universums. Vielleicht eher Vorteile. Ja, man will wohl so ein bisschen auch so die jüngeren Zuschauer nochmal abholen. Klar, mit dem MCU Spider-Man funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut, und deswegen haben sie sich jetzt gedacht, naja, dann machen wir halt nochmal ein eigenes Ding mit diesem Ansatz. Und ja, man merkt das schon, dass sie da so ein bisschen, also entweder angefressen sind oder, ja, marketingtechnisch das halt irgendwie aufziehen wollen, dass sie dann da doch nochmal Parallelschäden machen, ja. Dass sie ihr eigenes Spider-Man-Multiversum da irgendwie auf die Kinoleinwand bringen wollen, wo dann halt jede Version eines Superhelden oder Superschurken oder Antihelden, wie in dem Fall von Venom jetzt, dann im eigenen Kosmos vielleicht agiert, möglicherweise, wir werden es sehen. Ich meine, es gab ja noch genug andere Gerüchte zumindest, dass andere Filme kommen können, irgendwie Silver Sable oder Black Cat gemeinsam in dem Film oder irgendwas. Und zu Urzeiten gab es auch mal ein Gerücht, dass es für die Sinisteren Sechs einen eigenen Film geben könnte. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, da scheint man irgendwie sich so ein bisschen breiter aufzustellen, was die Möglichkeiten angeht. Ob das schlau ist, irgendwie hat es so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack von dem, was Warner Bros. Die ganze Zeit mit DC macht. Dass sie da ständig irgendwie verschiedene Arme aufmachen oder verschiedene Versionen zeigen. Dann hat man mal eine, die zusammenhängt, und dann wird die aber auch schon wieder eventuell eingestampft, wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf. Und naja, ist alles irgendwie sehr, sehr frustrierend für die Leute, die es ein bisschen mögen, wenn alles ein bisschen zusammenhängt. So wie ich. Ja. Siehst du das
Wie siehst du denn das? Oder bist du da prinzipiell offen, was verschiedene Versionen angeht? Gut, also im Falle von Spider-Man sage ich natürlich auch, brauchten wir innerhalb von 15 Jahren zwei Reboots. Mhm. Eigentlich nicht unbedingt, aber es ist natürlich klar, als dann der letzte Spider-Man mit ins MCU transferiert wurde, wollte wahrscheinlich Disney auch nochmal aus zwei Gründen einen neuen Darsteller haben. Zum einen, ein neuer ist wahrscheinlich billiger als die bisherigen und der neue sollte wahrscheinlich nochmal eine Trennung zu den alten hervorheben. Mhm. Ansonsten, klar, neue Universen, neue Ansätze haben immer den Vorteil, dass du mittlerweile auch bei den Filmen eigentlich zu viel Geschichte hast und gar nicht mehr und auch aufpassen musst, was du wo wie bringst. Und wenn du was Neues startest, hast du einfach den Vorteil, du kannst neu starten. Aber eigentlich der Kinozuschauer und der Fernsehzuschauer ist nicht mehr, ich sag's mal brutal, nicht mehr so dumm, wie er früher war. Also in Bezug nehmend auf Sachen zusammenbringen. Also du, mittlerweile kriegst du es eher hin, dass der Zuschauer auch wirklich das hinkriegt, etwas über mehrere Filme zu verfolgen. Und trotzdem haben die Filme ja meistens immer noch die Möglichkeit, dass auch Leute reingehen können, die jetzt nicht alle anderen 18 MCU-Filme gesehen haben. Insofern, also die Verknüpfung hätte ich auch gerne. Aber man merkt halt langsam, so wie es auch in den Comics ist, weshalb ja immer mal wieder Restarts und super, alles kommt, ja, dass irgendwann die Historie zu selten wird, zu selten, nicht zu selten, zu verknüpft wird und so nach dem Motto, warum habt ihr denn jetzt Charakter XY zurückgebracht? Der ist doch eigentlich tot. Und ich denke, dieser Sinister Six Film, vielleicht war das auch angedacht damals im Zusammenhang, als die Suicide Squad von DC kam. Mhm. Suicide Squad war ja auch eigentlich nicht so schlecht, aber hat auch nicht so gut, wie man es gehofft hat. Also bitte, er war besser als manche andere Filme. Ja. Naja, aber das soll ja nicht... Man of Steel. Na, Moment mal. Nee, da würde ich schon mal Veto einlegen. Also da würde ich schon mal sagen... Okay, falsches Universum, kommen wir zurückzuwenden. Ja, weil Suicide Squad war ja nun gar nicht das, was es eigentlich in Comics darstellt. Aber nee, egal, klar. Aber der Film an sich war kein gänzlich schlechter Film. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Gut, sonst wird man hier wahrscheinlich ewig diskutieren. Gut, kommen wir zurück zu Wem. Was gibst du dem Film? Was ich dem Film gebe, fängst du jetzt auch schon so an. Ja. Von fünf Symbionten, die Welt erobern wollen, gebe ich 2,5. Ich gebe ihm 1,5 von 3 Adamant zum Klauen. Okay, also bist du über den. Na, bist du auch bei der Hälfte. Bei der Hälfte, ja. Naja, ist doch okay. Kann man doch so lassen. Ich habe nicht das Wort gesagt. Nee, hast du nicht. Das zeichnet dich auch aus. Also was haben wir denn noch? Was haben wir denn dieses Jahr noch? Wie gesagt, den Spider-Man-Film. Das dürfte es dann eigentlich so ziemlich gewesen sein. Oh, wir haben den. Oh, da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben noch einen Trailer gesehen. Wenn du jetzt wüsstest, welchen ich meine, ne? Oder weißt du meinst nicht Grindelwalds Verbrechen, oder? Nein. Weil den haben. Wir bleiben bei den Superhelden. Ach, oder bei Superhelden. Den Möchtegern Superhelden. Ich glaube, da hatte ich gerade ein Glas in der Hand. Ja, genau. Und zwar haben wir den Trailer gesehen zu Glas, genau, richtig. Wie hat dir das denn gefallen? Den Trailer habe ich jetzt übrigens so das erste Mal gesehen. Ja, da habe ich auch noch nichts gesehen, aber als da Nick Fury, Professor Xavier wie heißt der Charakter aus Stirb langsam? Ja, okay. Stellt euch vor, der Charakter aus Stirb langsam. Können wir das nochmal aufnehmen? Nee, klappt nicht, John, oder? John McClane irgendwie sowas? John McClane? McClane, genau. Irgendwie so. Genau, also. Irgendwie wie Pommes. Genau, ignoriert mal die letzten zwei Minuten. Also als da auf einmal Nick Fury, Charles Xavier und McClane im Raum sind. Obwohl ich noch nie einen Stirb langsam Film gesehen habe. Jetzt erst recht. Ja. Also. Das war der Titel des dritten Films, auf Deutsch. Ja, der Trailer war sehr interessant. Mhm. Und es spielt halt darauf an, der Film Unbreakable, der vor vielen, vielen Jahren ins Kino kam. Ich glaube, da hatte ich noch Haare und weniger Bauch, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann den Film
Split? Split, der vor 2 Jahren oder so ins Kino kam und man am Ende gemerkt hat, dass die im selben Universum spielen. Und die das jetzt verknüpfen. War jetzt kein Spoiler, also wer den Film bis jetzt nicht gesehen hat, der sollte es zumindest über sämtliche Kino-News-Kanäle mitbekommen haben, dass da irgendwas am Brodeln ist. Dass diese Universen also verknüpft sind. Und ich gucke mir, von Split war ich insofern ein bisschen enttäuscht, weil ich guckte mir den Film so an. Ich meine, so interessante Herangehensweise war mir jetzt aber auch nicht wirklich neu, gerade das mit den ganzen gespaltenen Persönlichkeiten und so weiter. Das ist halt, gab es halt schon in anderen Filmen relativ intelligent gemacht, wie zum Beispiel, wie heißt der, Identität, glaube ich. Und das war jetzt kein neues Konzept. Und dann, aber jeder sagt so, guck dir den Film mal an und das Tatsächliche passiert dann wirklich in den letzten 2 Minuten oder was, als dann plötzlich eben dieser von Bruce Willis gespielte Charakter aus Unbreakable, der dann auch den Namen sagt, der mir jetzt gerade nicht einfällt, oder sagt er ihn oder irgendwie, also jedenfalls, man merkt, das ist alles, spielt alles im selben Universum offensichtlich, ja. Ja. Und, und da gab es jetzt halt den Trailer zu und das sieht alles sehr interessant aus. Man sieht einige Kämpfe, also zwischen dem vermummten Superhelden, den Bruce Willis spielt, und dem Beast aus Split. Und wenn man sich jetzt an Unbreakable zurückerinnert, gab es ja in diesem Comic-Shop von Mr. Glass sozusagen dieses Bild, um was es dann ging, um dieses Kunstwerk, was er als Kunstwerk halt definiert hat, was er ja dem Vater nicht mitgeben wollte, weil er es irgendwie für den einen Vater, der jetzt nicht Bruce Willis war, weil der das irgendwie seinem Jungen schenken wollte und sagte, das ist halt nichts für Kinder, das ist Kunst. Und dieses Bild zeigt ja den Kampf zwischen einem Superhelden und einem Biest. Und das war eventuell da schon eine Anspielung drauf. Das kann gut sein. Also ich glaube, dass das der Regisseur schon länger geplant hat. Vielleicht seit damals schon auch. Und Hat halt nicht alles untergekriegt und wollte es vielleicht dann doch irgendwann noch zu Ende erzählen. Also jedenfalls bin ich sehr gespannt. Das sieht alles sehr gut aus, was man da bisher so sieht. Und wann kommt denn der eigentlich? Weißt du das? Stand nur 2019 da. Also nächstes Jahr noch. Also haben wir dieses Jahr wirklich eigentlich fast nur noch den Spider-Man, den animierten Spider-Man quasi. Ach ja, und der kleine Spirou startet noch. Ja, da kam auch kein Trailer heute davon. Nee, da kam kein Trailer heute davon. Aber gibt's auch nur einen französischen Trailer im Internet. Habe ich zumindest nur einen gefunden. Also mal schauen, ob es dann den Film auf Französisch gibt. Aber eigentlich würde er ja auf Deutsch synchronisiert sein. Aber naja, französische Filme haben ja seit einiger Zeit so einen gewissen Erfolg. Seit Ziemlich beste Freunde eigentlich hat das wieder das Französische, oder seit den Sties schon, hat das ja das französische Kino so ein bisschen wieder einen Aufwind hierzulande. Gefallen mir eigentlich immer sehr gut, die Filme. Wie das jetzt aber mit den Comic-Umsetzungen ist, da gibt's wohl auch gemischte Auffassungen, bis schlechte, dass die gar nicht so gut umgesetzt sind. Also es gab ja vor Jahren auch irgendwie mal einen Versuch, das Masupilami, das irgendwie auch so halb animiert halt, also real mit animierten Anteil. Das scheint wohl ziemlich gefloppt zu sein. Von dem Film mit der erwachsenen Version von Spirou und Fantasio dann halt, hört man irgendwie auch so nichts, ob das irgendwie schon in Deutschland lief oder überhaupt mal laufen soll. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn, fliegt es sehr an mir vorbei. Also ich kriege davon halt nichts mit. Ich weiß, dass es da einen Film gibt, aber mehr kriege ich auch nicht mit. Und jetzt halt der kleine Spirou, naja, mal gucken, wie das dann umgesetzt ist. Da kenne ich halt auch nicht alle Bände von, aber ein paar zumindest. Wäre jetzt zumindest mal ein potenzieller Titel, den ich mir theoretisch angucken würde. Aber ob das dann im Kino sein muss, ist halt mal die andere Frage. Zu französischem Kinofilm weiß ich aktuell gar nichts. Ich sag einfach mal Mon Dieu. Gut. Mon Chéri. Nee. Aber du hast vergessen, wie gesagt, es kommt noch Fantastische Tierwesen 2. Ach ja, so, da gehst du gut. Wahrscheinlich nicht dreimal den ersten, den ich gesehen hast, aber der kommt ja prinzipiell noch.
Und dann gibt es ja noch einen ganz... Das ist aber auch kein Superheld. Das ist auch kein Comic. Das ist kein Superheld, nein. Aber sehr nah an Fantasy. Und dann gibt es ja noch einen anderen Film, wo wir überlegen. Ich leite mal über Mamma Mia, Mamma Mia. Stimmt. Nein, er meint jetzt nicht Mamma Mia 2, sondern er meint Bohemian Rhapsody. Und das ist auf jeden Fall ein Film, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich eine Kritik dazu gehört habe, die mich überzeugt hat. Also die gesagt hat, der Schauspieler, der, wie heißt denn der jetzt wieder, der hat bei iRobot, nee, wie heißt die Serie da? Ach, irgendwas mit Robot, ja. Genau. Ja. iRobot war es nicht, aber so ähnlich, ja. Irgendwie. Da hat er, Mr. Robot? Nee, das auch nicht. Nee, ich weiß jetzt gerade nicht. Aber da hat er, da ist er wohl mehr oder weniger bekannt geworden dadurch und der soll den Freddie Mercury richtig gut spielen. Also schauen wir mal. Ich werde mich mal davon überzeugen lassen. Und das ist auf jeden Fall ein Film, der mir auch ein Stück weit wichtig ist, weil Queen auch zu meinen Lieblingsbands gehört, letztlich. Also das ist halt so. Ja. Und ja. Und Queen hat ja auch eine Verbindung zu uns Nerds irgendwie. War immerhin der Titelsong von Highlander. Richtig, ja. Und Bohemian Rhapsody wurde in sag schnell, Wayne's World damals mit dieser Autofahrerszene, wo die im Auto sitzen und die ganze Zeit das Lied quasi mittrellern. Oder haben sie es direkt mitgetrellert oder haben sie es einfach nur so Lip-Sync-Battle-mäßig irgendwie. Also jedenfalls hat das da einen ziemlichen Stellenwert gehabt, das Lied. Und dass der Film jetzt natürlich heißt wie mein Lieblingslied von Queen, das ist natürlich nochmal besonders gut. Und auch die Trailer haben schon mal richtig Spaß gemacht. Die sind mehr oder weniger aus Mashups der verschiedenen Titel von Queen oder von verschiedenen Titeln von Queen bestanden hat. Also man hat da wie Rakio zusammengemischt mit, war es nicht sogar Bohemian Rhapsody oder war es irgendwas anderes? Also ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja. Und jetzt kommt der Film und vielleicht sprechen wir uns dann danach einfach nochmal oder dann vielleicht nach Spider-Man nochmal, wenn wir den dann gesehen haben. Ja, das könnte sein, ja. Ja. Gut, Matthias. Dann haben wir uns hier schon wieder ordentlich versnackt. Und ich entlasse dich jetzt mal in die Nacht. Wuhu, Pokémon fangen! Viel Spaß dabei. Mach's gut. Tschüss. Hallo. Hört ihr mich? Hallo. Ein ganz leises, kleines Mini-Special zu... Wo sind wir hier? Der Luxor Fantastic. Luxor Fantastic. Also Luxor. Zweite Ausgabe im Jahr 2018, die Herbstausgabe. War schon mal eine dieses Jahr? Ja, im Frühjahr. Ach so, wahrscheinlich war da mehr los. Wissen wir nicht. Das sagst du schon, das Richtige. Also ich war ja im Frühjahr nicht da. Vielleicht war da voller Action. Wir können nur von jetzt erzählen. Wir sind gerade rausgekommen. Um Uhrenvergleich, 15.50 Uhr ungefähr. Ja, aber haben jetzt ja auch bis hierhin, bis zu 15.50 Uhr noch getrödelt, weil wir auf Unglaubliches gehofft hatten. War aber nicht. Naja, wir müssen dazu sagen, wir sind, wann sind wir hier eingeschlagen? 14 Uhr, ich weiß es nicht. 14 Uhr. So ungefähr, ne? Noch ja, kurz danach jedenfalls. Ja, also wir sind hergekommen und ein Aspekt, den der Steffen nicht verpassen wollte, war die Museumsausstellung von den Figuren, Popkulturfiguren. Ja, wir sind kurz vor halb drei reingekommen, weil dann hieß es gleich, wir könnten gleich die Führung mitmachen um 14.30 Uhr. Genau, also wir haben Eintrittskarten gekauft für volles Geld, Eintrittskarten auch noch zusätzlich fürs Museum und sind dann langsam hoch, wo dann wenig später, mussten noch ein bisschen warten, aber dann ging es los zur Führung. Dann sind wir in die Tiefen des Gebäudes vorgedrungen, wo riesige Vitrinen, Hand und Hallen, naja, riesig nicht, aber groß, viele Figuren waren da, sehr viele Figuren, sortiert nach Themen, nach Bereichen. Manchmal nach Farben. Manchmal nach Farben, genau. Manchmal nach DC gegenüber, auf der anderen Seite dann Marvel. Sehr viel zu Disney, auch anderes, nochmal sehr viel zu Disney.
wenig anderes, viel Disney, viele schöne Sachen. Jedenfalls habe ich da zumindest mal Figuren entdeckt, die ich mir tatsächlich noch irgendwie organisieren würde. Also. Warum hast du nicht gleich mitgenommen? Das durfte man leider nicht. Das war das Museum, das war der Teil, wo man nur gucken darf und nichts kaufen kann. Oder klauen darf man auch nicht. Das heißt, die haben wir alle dagelassen. Danach, die Führung, ja, war ja mit Führung, das heißt, wurden wir durch die Gänge geleitet. Ja, wir sind halt mit der Maßgabe reingegangen, haben uns so gedacht, naja, dann machen wir das jetzt gleich, dann haben wir danach gemütlich Zeit, uns noch die Figuren unten in der Haupthalle, in dem Figurenbörse anzugucken. Und siehe da. Genau, also im Erdgeschoss war die Figurenbörse, wollten wir hinten ja schön gucken. Aber vielleicht noch kleiner Einschub. Das letzte Mal, als wir hier waren, also vor einem Jahr, gab es halt oben in der zweiten Etage noch einen Bereich mit Comic, Galerie und mit nochmal Händlern. Da haben wir dann gefragt, ob oben noch was ist, als wir da rausgegangen sind. So. Genau. Und da sagte man uns gleich, nee, oben ist nichts weiter. Das war so die erste kleine Enttäuschung. Die erste? Gibt's noch mehr? Oh je, das klingt ja nicht gut. Ja, also die Ausstellung war schön. Ging halt zügig durch. Das heißt, diese unendlich vielen Figuren kann man sich gar nicht alle der Reihe nach in Ruhe durchgucken. Aber das ist normal bei Museen. Man kann nicht überall vor jedem Bild oder vor jeder Figur 20 Minuten stehen bleiben. Aber man hat bestimmt das eine oder andere komplett übersehen, weil es einfach weiterging. Weil über den Vitrinen war noch bis zur Decke noch mehr. Mhm. Aber mehr hätten wir jetzt ja unten erwartet. Wir wollten dann ja zur Figurenbörse, wo jede Menge tolle Figuren für Wucherpreise angeboten werden, wo wir viel Geld ausgeben konnten. Nein, es gibt nicht nur Wucher, es gibt alles. Figuren ab 1 Euro, rare Figuren, gängige Figuren, lieferbare Figuren, vergriffene Figuren, schöne Figuren. Aber die gab es alle gar nicht mehr, als wir unten ankamen, weil die haben alle schon zusammengeräumt. Eigentlich soll es bis 17 Uhr da sein. Also, aber irgendwie war sogar auch schon der Tisch weg, wo man die Eintrittskarten kauft. Da hätten wir unsere Lose reingetan, um bei der Verlosung mitzunehmen. Wollten wir jetzt gerade nach der Dings machen. Alles abgebaut, alles schon weg. Und die Figurenhändler haben auch alle schon eingepackt. Und abgebaut, dass wir leider jetzt gar nichts mehr gucken konnten, kaufen konnten, uns freuen konnten und glücklich werden konnten. Und jetzt fehlt uns ein bisschen das Glück, vor allem das Wetter ist auch nicht so perfekt. Schade, schade, schade. Ich habe was Schönes entdeckt. Ich habe von dem Disney-Film oben so ein Dreierfiguren-Set gesehen. Das war echt schön. Das hätte ich gekauft, sogar für Wucherpreis, aber nicht für den Preis, den es gekostet hat. Nicht für den Wucherpreis. Nicht für diesen exklusiv Double, Triple Obershot Wucherpreis. Also waren schöne Figürchen. Die waren sehr detailliert. Also das war, aber wobei, also der Duck, der sah ein bisschen komisch aus, aber der, der Hauptcharakter, der sah, wie heißt der gleich? Ja. Genau so. Ich hab's vergessen. Mr. Erwixen, glaube ich. Das kann sein, ja. Der sah echt detailliert aus. Also den allein hätte man sich schon kaufen können. Jetzt sagte er irgendwas von 100 Euro, ne? Genau, 100 Euro, ja. Und dann sagte er nicht dazu, ob das jetzt die einzelne Figur ist oder das ganze Set, aber trotzdem, also je nachdem, also auch wenn das komplett... Ich vermute mal, dass das ganze Set so viel kostet. Die Figuren hatten halt so die Größe von typischen PVC-Figuren. Aber hatten halt nicht die Preise von typischen PVC-Figuren. Waren jetzt wohl auch keine. Dafür waren sie ja ein bisschen anders lackiert, also angemalt und detaillierter. Also ich fand sie alle drei schön. Hätte auch alle drei jetzt von mir aus genommen, damit da keiner alleine zurückbleiben muss. Am ehesten hätte ich jetzt einen Opa einzeln genommen, aber 100 Euro wollte ich jetzt nicht dafür ausgeben, dass er das einfach so schnippisch hingesagt hat, weil er gerade im Gespräch mit irgendwelchen Leuten war. Also ich hätte es eh nicht ausgegeben, unabhängig davon. Naja, aber gerade so die zwei Tische, wo wir halt so das meiste das letzte Mal entdeckt haben, die haben relativ früh abgebaut. Also das fand ich echt schade. Da war schon so gut wie nichts mehr da, als mir wieder runterkam, um jetzt die Figurenbörse zu gucken, zu bestaunen, bis 17 Uhr noch ewig da rumschlendern. Nein, bis 17 Uhr hätten wir eh nicht geguckt, aber wir hätten gerne mal geguckt und gekauft. War aber leider nicht. Ich habe da noch jemanden, der alles eingepackt hat und bis zum Schluss noch so eine Kruschkiste da gehabt hat, noch ein paar Schlümpfe-Figuren gesehen, die ich überhaupt nicht brauche, aber ich fand es in dem Moment die eine ganz witzig. Dann habe ich sogar noch 2, 3 weitere rausgepickt. Der hat gesagt, das waren so Beifiguren zu Chupa Chups. Ja. Genau. Also der hat bestimmt jetzt damit ganz gute Gewinnspanne gemacht, wenn das, was ich dazu gab. Aber ich fand die jetzt in dem Moment halt kaufenswert, weil ich dachte, süße Schlümpfe-Figuren im Jubiläumslauf von den Schlümpfen. Sahen ganz geckig aus, niedlich. Ich habe zu Hause noch Platz für so winzig kleine Figürchen. Und da habe ich sie mir mal gekauft und habe jetzt zumindest was gekauft. Steffen, wie viel hast du gekauft? Gar nichts. Was enttäuschend ist. Also ich habe mir extra ein bisschen Taschengeld mitgenommen. Mit der Illusion vor Augen. Ja, irgendwas wirst du schon entdecken. Also
Man muss ja immer die Erfahrungswerte von letztem Jahr praktisch ranziehen. Und da war es ja so, dass wir auch so ungefähr in dem Zeitraum hier angekommen sind oder sogar noch ein bisschen später, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann gab es halt noch Panel-Diskussionen, die wir besucht haben. Genau. Die gab es halt dieses Jahr auch nicht. Und wir waren oben und gut, dafür waren wir nicht in der Ausstellung, aber hatten dann trotzdem noch genug Zeit unten alles. Gut, die fing dann zwar auch irgendwann an, schon einzupacken, aber nicht so früh wie dieses Jahr gefühlt. Also irgendwie, das war echt enttäuschend. Wenn man schon draufschreibt, wir machen das bis 17 Uhr, also 16.30 Uhr gibt es die letzte Führung, die ist dann halt auch Punkt 17 Uhr zu Ende. Finde ich es ein bisschen blöd, dass dann der Tisch gefühlt kurz nach uns abgebaut wird, mehr oder weniger. Ja, sah so also aus. Zumindest innerhalb einer halben Stunde muss es ja passiert sein. Ja. Und in der halben Stunde, als wir in der Ausstellung waren. Und ja, also das finde ich dann schon blöd. Also ich bin nach den Erfahrungen vom letzten Jahr, eigentlich hatte ich mich sehr drauf gefreut auf das Ding hier. Und jetzt nach der Erfahrung dieses Jahr überlege ich mir, ob sich das nächste Jahr nochmal lohnt. Naja, man weiß ja nicht, wie es nächstes Jahr wird, aber wir haben jetzt ja vorab geguckt, ob wir ein Programm oder sowas online sehen, mit den ganzen Panels und ganzen Diskussionen, mit wer alles da ist im ersten Stock, haben wir ja nicht gefunden. Das hätte einen schon stutzig machen können, ne? Dass man dann nichts findet. Das sagt einem eigentlich, da gibt's eigentlich dann auch nichts. Ja, eigentlich sagt einem das, aber nur die Figurenbörse wäre ja auch was gewesen. Das hätte sie ja auch in eine andere Richtung ausbauen können, vielleicht noch toller, noch attraktiver. Ja, aber zumindest die Comic-Kleinverleger oder Händler da oben oder Zeichner, das stand ja jetzt auch nicht so explizit da drin. Ja. Was explizit letztes Jahr ausgeschrieben war, waren halt noch die ganzen Panel-Diskussionen, aber ja. Vielleicht haben sie keinen gefunden, der bereit war, das Programm zu machen. Hm. Ich weiß nicht, aber da waren wir letztes Jahr vielleicht im Frühjahr. Vielleicht nee, wir waren schon im Herbst. Also wir waren schon so zu dieser Zeit. Das, ja klar, man müsste dann vielleicht mal gucken, wie dann die Frühjahrsausgabe davon aussieht. Vielleicht nehmen wir die dann nochmal mit. Aber ich komme nie wieder her, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, naja, gut. Also, nee, ich habe ja gesagt, ich überlege mir halt, ob ich mir die Herbstausgabe dann. Also, aber wie gesagt, das ist ja. Letztes Jahr hat man ein überraschend gutes Erlebnis gehabt. Ja. Und da waren dann die Erwartungen jetzt für dieses Jahr dann offensichtlich zu hoch irgendwie. Also, natürlich hat man immer die Hoffnung, dass das Ganze noch ein bisschen ausgebaut wird, noch ein bisschen größer wird. Und das war jetzt halt dieses Jahr nun gar nicht der Fall. Das war eher das Gegenteil. Ja, also wenn man die Historie von jahrzehntelalten Comic-Cons guckt, da haben die mal ganz klein angefangen, wurden jedes Jahr peppiger, größer, toller. Jetzt sind es ja natürlich hier nicht Jahrzehnte rum, aber unser erster Besuch war toll. Theoretisch hätte der zweite Besuch noch toller werden können. Aber jetzt ging es erstmal einen Schritt zurück. Und ich glaube, hier mein Interviewkollege, mein Mikrofonhalter, mein Freund. Der Mikrofonmann. Der Mikrofonmann. Den muss ich jetzt erstmal trösten. Ja. Oh. Lass die Hose an, Michael. Lass die Hose an. Oh, jetzt habe ich deinen echten Namen gesagt. Oh, oh, rausschneiden. aber. Oder die Stelle rückwärts abspielen. Die Stelle musst du rückwärts abspielen. Oder? Kannst du das? Weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren. Stell mich bitte nicht vor. Nee, das wissen die Hörer ja eh, dass du mit Vornamen Michael heißt. Du hast schon wieder gesagt. Die wissen. Also die Leute wissen, dass ich eh Piep heiß. Piep? Piep. So ein komischer Name. Ja, der Bieger hat mich so genannt. Aber der Herr Bieler. Der Bieler. Wer ist der Herr Bieler? Der hat mich nicht so genannt, nee. Dass du mich fragst, wer der Herr Bieler ist. Das ist jemand, der ganz nah da wohnt, wo ich wohne. Oder damals da gewohnt hat. Aber ich habe ihn nie getroffen. Was macht die denn da, die Krähe? Die Krähe baut sich offensichtlich ein Nest. Ja, auf der Spitze eines hohen, großen Steines. Oder sie findet da irgendwas, was sie gerade mal auseinander nimmt. Oder so. Thielmanns Tierstunde. Mit Lichère Legende und meiner Wenigkeit. Ja, du hast dir noch gar keinen Künstlernamen zugelegt. Also keinen kreativen Künstlernamen zugelegt. Nee. Ich habe auch so wahnsinnig tolle Auswahlmöglichkeiten wie der Nasenmann oder. Ja, Nasenmann finde ich eh ein bisschen fehl am Platz, weil das ist ja eigentlich fast schon an jemand anderen gegangen. Weil ich habe ja fast schon einen, aber ich weiß halt nicht, ob ich den offiziell verwenden darf. Den aus Telegram. Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Dann nennen wir dich jetzt Mr. Telegram. Nein. Der Telegram-Nasenmann.
Ja, genau. Oder Mikrofon, Mann. Nee. Ach so kann man dich nennen, ja. Nee, nee, nee. Mr. Microphone. Dr. Microphone. Nee. Professor, bitte, wenn schon. Professor Microphone. Mick. Kurz für Mike. Professor Mick. Professor Mick. Mike Drop. Nee, machen wir jetzt nicht. Ja. Ja. Jetzt gibt's gleich hier den Krähenbattle. Wenn du jetzt schnell vorwärts fährst, kannst du dein Auto trashen, indem du gegen die Steine fährst, dann erschreckst du die Krähen. Aber mach's lieber nicht, weil sonst die Krähen erschrecken. Gehört hier nicht. Nee, ist ein neues Auto. Eben, die armen Krähen. Ah, jetzt fliegen sie weiter. Die eine zumindest. Die andere guckt, ist mal neugierig, was die da so eigentlich entdeckt hat. So, ja, also insgesamt kann man, nachdem wir das letzte Mal ziemlich begeistert waren, diesmal sagen, das haben sie geschafft, das wieder irgendwie rückgängig zu machen, dieses Gefühl. Ja, hört euch lieber nochmal den Podcast vom letzten Mal, wo wir es gelobt haben. Haben wir nur gern aufgenommen. Ach so. Ach Mist, dann hört es euch nicht an. Aber ich hatte danach mit dem Andi vom Telestammtisch, der war da das erste Mal bei uns im Podcast. Podcast. Und da haben wir mal kurz drüber gesprochen. Die Episode könntet ihr euch nochmal anhören. Ne? Mesh-Up oder Crossover im Bierhannes. Ich glaube Crossover im Bierhannes. Da fährt gerade der Herbie weg. Der Herbie fährt weg, die Nummer 53. Fährt weg. Fährt weg. Ja, ja, da waren die Stimmen deutlich euphorischer oder wohlwollender als letztes Mal. Die Stimmen jetzt bist ja zum Beispiel du. Du musst ja jetzt was Wohlwollendes zum Abschluss noch finden. Was Wohlwollendes? Wieso muss ich denn was Wohlwollendes finden? Damit der Hörer entlassen wird mit einem guten Gefühl. Ja, der Hulkbuster war schon cool. Der was? Der Hulkbuster. Der war cool, ja. Weißt du, was gemeint ist mit dem Hulkbuster? Nee, der war cool. Keine Ahnung. Woran? Ah ja, die übergroße Ironman-Rüstung. Das war ein Hulkbuster. Das ist der Hulkbuster. Ach so. Gut. Ja, dann. Der war cool, ja. Und das Tron-Mobil. Das Tron-Bike. Tron-Bike. Das war auch cool. Weil es gibt es ja gar nicht in echt, aber es gab es in echt. Und das ist eine echte Requisite. Sah cool aus. Und die Schuhe. Marty McFly's Schuhe und der DeLorean war auch cool. Ja, genau. Haben wir Fotos gemacht. Ja, können wir vielleicht hier noch mit dran packen. Ja, also die ist ja leider ein bisschen ernüchtert. Ich werde es sicherlich den Veranstaltern auch nochmal irgendwie mitteilen. Mein Missmut. Zittert schon mal, liebe Veranstalter. Nein, das nicht. Ich bleib da auch freundlich und sachlich. Ja, Arschlöcher! Aber mein Gott. Aber ein bisschen weinerlich schon damit. Ein bisschen weinerlich und Geld zurückfordern. Nein, Quatsch. Ist ja mein eigenes Risiko, wenn du Geld ausgibst. Wenn ich hier das voraussetze, was das letzte Jahr stattgefunden hat. Ja. Ja, ist doch so. Man darf aber schon ausgehen, wenn da steht bis 17 Uhr, dass vielleicht was bis 17 Uhr stattfindet. Ja, du hast vorhin einen schönen Vergleich mit Flohmarkt und so. Genau. Also oder mit Geschäften allgemein. Wenn man jetzt so ein bisschen über die Händler schimpft, dass sie einfach zumachen, wann sie wollen, dann kann man jetzt nicht als Nicht-Händler über Händler schimpfen, aber ich war 14 Jahre lang Comic-Händler. Ich fand es auch als Händler zu meinen aktiven Händlerzeiten immer schade, wenn die anderen irgendwie ihr eigenes Gefühl, ich bin Hause, lieber ausleben wollen, statt ihr Gefühl, ich bin Händler. Und ich fand immer das Händlersein auch ganz toll. Also ich habe immer gerne den Leuten die Sachen angeboten. Also weil es ja Sachen waren, die ich auch mal angedreht. Angedreht, aufgeschwatzt. Ja, aber das war ja einfach ein Bereich, das war mein Hobby, mein Beruf. Und für die Kunden war es auch ihr Hobby. Und als Customer. Und eine Berufung zum Teil. Genau, Customer-Berufung war das. Das hat gepasst, das hat mir Spaß gemacht bis zum Schluss. Also ich würde erst um 17 Uhr zusammenpacken. Und das sage ich halt aus Erfahrung, das habe ich früher so gemacht. Und auf Flohmärkten ist es ja auch so. Man ist ja schon denen so ein bisschen ausgeliefert, wenn man jetzt nicht gleich morgens um 6 auf dem Flohmarkt auf den Plan tritt. Dann haben die noch nicht fertig aufgebaut. Aber dafür bauen sie auch viel zu früh schon wieder ab. Weil man als Händler auch ab irgendeinem Punkt keine Lust und keine Kraft mehr hat. Dann will er nach Hause.
Ja, ich meine, das ist ja, ja, das war das Einzige, was ich gesagt habe. Also das Einzige, was wir uns vielleicht vorwerfen könnten, uns jetzt, wäre, dass wir nicht früher hier waren, aber waren wir ja das letzte Mal auch nicht. Und wie gesagt, wenn dann halt dabei steht, es ist bis 17 Uhr eigentlich offen, dann sollte ich schon erwarten können, dass die Händler zumindest bis von mir aus eine Stunde oder bis eine halbe Stunde vorher da bleiben. Wenn sie dann zusammenräumen, weil dann das Kinogeschäft losgeht so richtig, ja, okay. Ja. Naja, ist die Frage, ob man es okay findet. Aber wenn du möchtest, dass ich dir was vorwerfe, dann werfe ich dir halt vor, dass wir zu spät los sind. Ist jetzt halt so gewesen. Haben wir erstens ein bisschen Geld gespart, zweitens ein bisschen Zeit, weil wir früher raus sind. Ja. Wir haben das ist dein Programmpunkt, weswegen du hierher bist, ist ja das Museum. Ja, das hast du gemacht. Man hätte ja wahrscheinlich gar nicht zum Museum hingehen können, ohne Eintritt zu zahlen für die Börse. Nee, das heißt, man hätte es eh zahlen müssen, um das Museum zu sehen. Das haben wir gesehen. Das war unser heutiger Hauptprogrammpunkt. Den haben wir abgearbeitet. Wir hätten halt gerne noch den Bonus gehabt, was man erwartet. Du hattest einen Bonus. Ich hatte einen Bonus. Meinst jetzt die? Du hast ein Foto bekommen. Stimmt. Nein, habe ich ja nicht. Nur heimlich. Also eigentlich darf das keiner wissen. Das werdet ihr auch nicht sehen, weil es ist nur für privat. Wir sagen ja auch nicht, was für ein Foto. Nee. Und wir sagen auch nicht, wo es aufgenommen ist und mit wem, sagen wir nicht. Wir schweigen. Ab sofort. Ja. Schweigen. Ja, so ist Schweigen, wenn man nichts sagt. Ja, klappt. So. Ja, okay, also, wie gesagt, diesmal hat es nicht ganz so gezündet. Wie gesagt, den Hauptpunkt haben wir mitgenommen, wenigstens das. Aber wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen darauf gefreut, dass man da noch ein bisschen schmökern kann oder ein paar Figuren entdecken kann. Ja, leider nicht ganz so gelaufen. Und ja. Naja. Ein andermal. Es gibt noch andere Messenbörsen. Kannst noch genug Figuren in deinem Leben kaufen. Es gibt ja auch noch irgendwo eine andere Figurenbörse, nicht irgendwo hier in der Nähe, in dem Zeitraum. Wir hatten zumindest letztes Jahr Werbung gemacht noch. Da lag eben auch ein Flyer noch aus an der Kasse, neben der Eintrittskartenstapel. Wir wollen jetzt nochmal reingehen. Jetzt ist ja in die Haupthalle pullern. Ach so, ja. Unserem Unmut kundtun. gut. Werbung für eine andere Figurenbörse. Ein Flyer. Vielleicht sollte man dafür nochmal Werbung machen. Dann. Ja, ich habe aber nicht drauf geachtet, weil ich nicht vorhatte, da auch noch hinzugehen. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!